wir sind beim Marbad Sprungtag in Linz. Wir haben hübsche Frauen, cooles Wetter und fette Beats. Genau. Und außerdem noch jede Menge durchgeknallter Bruchpiloten, die alle eines gemeinsam haben. Saugeiles Feeling. Saugeiles. Geil, cool. Doch wie kommt man eigentlich auf so eine verrückte Idee? Die Idee hinter den Sprungtagen ist, ein Sommereröffnungsformat zu schaffen, wo praktisch ein Crossover-Contest stattfindet. Also dass praktisch Rollerblader, Skateboarder, BMX-Fahrer, Inline-Skate-Fahrer auf dem gleichen Sportgerät oder auf dem gleichen Gerät gegeneinander antreten können. Sie können zum einen Sprünge trainieren, also können sich praktisch sehr schwierige Sprünge wagen, die auf Asphalt einfach sehr risikoreich zu landen wären. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Rampe stolze 20 Meter lang und 8 Meter hoch ist. Das gibt ordentlich Schub. Also richtig gute Rider erreichen eine Höhe von 4,5 bis 5 Meter und das Weiteste, das sind 8 bis 9 Meter. Nicht schlecht. Einziger Wermutstropfen, die Wettervorhersage. Das ist leider schade, dass der Wetterbericht schlecht war. Es hätte sich mehr verdient. Die Jungs von der Organisation haben sich da sehr bemüht. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder zusammenkommen und dass wir da vielleicht dann schon mehr Teilnehmer haben und auch mehr Publikum. Ganz sicher, denn bei diesen Aussichten haben nun bestimmt viele Zuseher Wasser im Mund bekommen.